Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Digitalisierung verändert in einer rasanten Art und Weise unsere Gesellschaft, unser gesellschaftliches Zusammenleben und natürlich auch Wirtschaft und Arbeitswelt. Jede Menge Informationen bekommt man heute binnen weniger Sekunden via Internet auf Smartphone und Tablet. Selbst das gute alte Navigationssystem seinerzeit eine kleine Revolution für den privaten Bereich, kann mittlerweile durch das Smartphone ersetzt werden, weil in die allermeisten Geräte ein GPS-Sender integriert ist und das Gerät somit in gewisser Weise vernetzt ist. Das ist ja das große Thema. Aber nicht nur das Smartphone ist ein Symbol der zunehmenden Vernetzung der Gesellschaft. Selbst Alltagsgegenstände wie Fernsehgeräte und DVD-Player sind mittlerweile mit dem Internet verbunden. Heutzutage gibt es sogar Kühlschränke, die selbstständig ein Produkt über das Internet nachbestellen, wenn dieses im Kühlschrank zur Neige geht. Ob man das braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Unstreitig dürfte aber sein, dass die ländlichen Räume bei uns besser mit Internetverbindungen, Anbindungen versorgt werden müssen. Doch was man auf der einen Seite in vielen Fällen zu Recht als Segen bezeichnen kann, ist andererseits aber auch ein Fluch. Wo vor wenigen Jahren noch tausende Menschen an ihren Arbeitsplätzen standen und von ihrer Hände Arbeit ihre Familie ernähren konnten, stehen heute vielerorts Roboter und vernetzte Maschinen und Geräte, die selbstständig miteinander kommunizieren und das Eingreifen des Menschen oftmals nahezu überflüssig machen. Industrie 4.0 nennt man das so ganz griffig. Für die Industrie hat dies vielerlei Vorteile. Roboter werden nicht krank, brauchen keinen Urlaub, können noch über Nacht arbeiten und kosten auch keinen Lohn oder Gehalt. Die wenigen Menschen, die hier und da noch für Wartungsarbeiten benötigt werden, stehen da kaum im Verhältnis zu den Arbeitsplätzen, die verloren gegangen sind und möglicherweise oder leider noch verloren gehen werden. Ich rede hier von Arbeitsplätzen, für die man nicht unbedingt eine hochspezialisierte Fachausbildung braucht, zum Beispiel vom normalen Schichtarbeiter in der Produktion. Zum Glück aber gibt es ja noch viele relativ einfache und auch notwendige Arbeit, die von modernen Maschinen kaum gemacht werden können. Doch auch die Verwaltung 4.0 ist heutzutage in aller Munde. Behördengänge sollen quasi überflüssig gemacht werden. Nahezu alles soll vom heimischen PC aus erledigt werden können. Auch hier stellt sich dann wiederum die Frage nach den Arbeitsplätzen, die an der einen oder anderen Stelle in Ämtern und Behörden verloren gehen werden. Auf der anderen Seite steigt natürlich die Nachfrage nach Spezialisten. Leute, die zum Beispiel Software für solche Roboter und Maschinen programmieren können, IT-Spezialisten, die verstehen, wie diese vernetzten Geräte zusammenarbeiten und funktionieren. Und nicht zuletzt Fachpersonal, das diese Netzwerke überwacht und die entsprechende Sicherheit, ein sehr großes Thema auch, die Sicherheit in diesen Netzwerken gewährleistet. Leider zieht es diese Facharbeiter nach ihrem Studium ja sehr oft an dem hervorragenden Standort im Saarland. In vielen Fällen zieht es diese Facharbeiter ins Ausland, weil der Standort Deutschland aus diversen Gründen nicht attraktiv genug ist. Sei es die Bezahlung, was wahrscheinlich der größte Faktor sein dürfte, oder auch die mangelnden Perspektiven und Aufstiegschancen. In unserem kleinen Saarland fand in den letzten Jahren eine Entwicklung statt, die man nur als erfreulich bezeichnen kann. Die Saar-Uni bietet ab dem Wintersemester 2018/19 einen neuen Masterstudiengang mit dem Namen Entrepreneurial Cybersecurity, also eine wirklich europäische Wortschöpfung, wird zusätzlich zum Masterstudiengang Informatik, Computer Science angeboten und vereint Cybersicherheit mit betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das ist logisch und folgerichtig. Neben dem Kompetenzzentrum IT-Sicherheit, CISPA,
konnte nämlich mit dem Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit ein weiteres wichtiges Kompetenzzentrum für das Saarland gewonnen werden. Wie wichtig das Thema Informationssicherheit ist und welchen Stellenwert diese Thematik zu Recht hat, belegen auch die Zahlen und Daten rund um das neue Helmholtz-Zentrum. Ein Jahresetat von mehr als 50 Millionen Euro, eine Ansiedlung von anvisierten 600 bis 800 IT-Spezialisten und die 6- bis 7-fache Größe des im Verhältnis dazu kleinen CISPA sprechen hier Bände. Mit Symantec konnte zudem der Weltmarktführer in Sachen Cybersicherheit ins Saarland geholt werden, der sich mit einem Forschungszentrum für Datenschutz in Saarbrücken ansiedeln wird. Initiiert wurde dies durch einen Kontakt von Professor Backes, den man an dieser Stelle durchaus dafür sehr beglückwünschen darf und muss. Das Saarland erlangt zunehmend eine Bedeutung als IT-Standort. Das wollen wir hier sehr lobend und selbstbewusst auch einmal zum Ausdruck bringen. Die jüngsten Erfolge, einige davon habe ich gerade aufgeführt, sprechen da für sich. Trotz dass es nun gerade so gut läuft, wie man im Saarland so schön sagt, möchte man nun eine Enquete-Kommission ins Leben rufen. Die Frage ist dieselbe wie beim vernetzten Kühlschrank. Braucht man das an dieser Stelle wirklich? Passen Sie auf und gucken Sie mal in die Verfassung des Saarlandes. Das heißt es in Artikel 77, in besonderen Fällen kann der Landtag zur Vorbereitung von Entscheidungen Enquete-Kommissionen einsetzen. In besonderen Fällen. Ist es vielleicht nicht sogar sinnvoller, den Dialog mit Unternehmen, mit Arbeitnehmern, mit Forschern und mit allen anderen Vertretern in dieser Thematik zu suchen, anstatt ein starres Konstrukt wie eine Enquete-Kommission einzusetzen? Und diejenigen, die in negativer Weise von dem riesigen Prozess, nicht von dem besonderen Fall, von dem riesigen Prozess der Digitalisierung betroffen sind, stehen sowieso im Fokus der Politik, in der Bildung, in der Wirtschaftspolitik, im Arbeits- und Sozialrecht. Wir sehen hier keinen besonderen Fall im Sinne der Verfassung und werden uns deshalb zu dieser Frage enthalten. Danke Ihnen.